Hallo, mein lieber Steinbock, wir sehen heute in das Lightseers Tarot, um zu schauen, was es für dich gibt. Für unseren lieben Steinbock. Was bekommen wir denn da? Wir haben einmal The Fool und einmal Seven of Wands. The Fool spricht davon, dass du eine neue Reise beginnst. Diese neue Reise, das kann alles sein. Das kann sein ein großer Lebenswechsel, der Sprung in die Heirat, in die Ehe zum ersten Mal in deinem Leben, der Sprung ins Mutter- oder Vatersein, der Sprung in einen neuen Job, den du noch nie gemacht hast, der vertrauensvolle Sprung in ein neues Land. Vielleicht ziehst du um auf einen anderen Kontinent. Das sind große Sprünge des Vertrauens, die du hier machst. Und man sieht das hier auch, diese Dame lässt sich rückwärts mit geschlossenen Augen fallen und sie vertraut darauf, dass da unten ein Netz ist, das sie auffängt vom Universum. Und dieses sich vertrauensvoll in die Arme Gottes fallen lassen, noch dazu mit leichtem Gepäck und auch mit einem gewissen Schutz von der anderen Seite, ja, also deine Ahnen, deine Geister, deine Spirits, Engel, an wen auch immer du glaubst, die sind bei dir während dieses Sprunges. Und dieser Sprung ins Ungewisse, Sprung ins kalte Wasser auch, ja, der wird zu etwas sehr, sehr Gutem führen, nämlich zu deiner persönlichen Freiheit. Ja? Wenn man sich das traut, wenn man sich wagt, dieser Sache, vor der man Angst hat, in die Augen zu sehen und einfach zu sagen, ja, jetzt tue ich diesen Schritt, auch wenn er mich mit Angst erfüllt, weil er mich auf die Seite bringt, wo dann meine Träume wahr werden. Ja? Dann der Nachteil an der Geschichte ist, dass einige Leute das nicht mögen werden. Einige Leute werden sagen, du spinnst doch, du bist doch verrückt, sowas kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht all dein Zeug verkaufen und mit einem Köfferchen nach Timbuktu ziehen und da Landwirt werden. Also du weißt, was ich meine. Ja? Die Leute werden sagen, du bist verrückt, die Idee ist doch bekloppt. Weil man sieht hier, du bist hier in dieser Blase, ja, und die anderen versuchen mit ihren Stäbchen hier so deine Blase poppen zu lassen. Ja? Die wollen diesen schönen Traum zerstören. Und du bleibst da aber in deiner Ruhe, in deinem Zentrum, weil du hast hier dieses Licht in deinem Zentrum. Du weißt, dieses Licht repräsentiert deine eigene innere Wahrheit, deinen, von mir aus auch den Heiligen Geist oder Gott oder deine Eingebung, von der du weißt, dass sie richtig ist. Und das wirst du durchsetzen. Du bleibst in deiner Ruhe, egal was die anderen Leute sagen, egal was die Leute tun. Du bist der Nonkonformist. Du gehst deinen eigenen Weg. Du gehst diesen Weg, der less traveled ist, also den weniger Leute beschreiten, weil er schwieriger ist, weil er Mut erfordert. Aber du weißt, es ist deine innere Wahrheit, dass das der richtige Weg für dich ist. Und ich beglückwünsche dich zu diesem Mut und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Das ist toll. Danke für dein Like unter dem Video, fürs Abo auf dem Kanal und natürlich auch für deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!